sieht ja ganz fremdartig aus. Das sieht ja richtig... Alter, was? Hungeln. Das wird kann man das irgendwie erkennen, wo die rauskommen? Hier vielleicht. Da muss ich jetzt hier die ganze Zeit schießen. Oh, die Rohre, die kommen uns doch auch bekannt vor. Hier ist wieder dieser grüne Müll. Gibt's da oben noch was? Ah, hier sind die... Aha, da drüben ist eine Notiz. Hier ist, was weiß ich, die lustige Welt der Tiere. Schau einer an. Okay. Wie komme ich denn da oben jetzt hin? Hallo? Ich komme da echt nicht hin. Da kommt man nicht hin? Kriegt zu viel? Ach so. Machen wir es eben so. Ganz schön viel Schaden an meinem kleinen Spinnlein. Axiom 1. A. Alle Algorithmen sind universal und valide, egal ob sie ausgeführt werden oder nicht. B. Erkenntnis ist ein Subalgorithmus, dessen Reaktion es ist, die Eigenschaften des Mutteralgorithmus zu erkennen, der ihn beschreibt. C. Jeder Algorithmus, der dessen Aufstieg kognitiver Wesen ermöglicht, wird als Realität der beschriebenen Wesen wahrgenommen. Dieses Axiom ist für meine Arbeit. Es hat mir meinen Spitznamen eingebracht. Seinen Spitznamen? War sein Spitzname nicht Athetos? Hm. Komisch. Hui. Was haben wir denn hier? Die Raben. Die Vögel, die Vögel. Halt, die scanne ich mal. Ich kann ihn. Au. Jetzt kann ich dich scannen. Kann ich dich scannen. Kann ich auf dich draufsitzen? Au. Das, Alter, wie viel Schaden? Wollt ihr mich verarschen, Jungs? Erstmal. So. Das ist so ein richtiges Scheut. Diese Vögel machen vielleicht einen Schaden. Das gibt's doch nicht. Speicherstation, bitte. Oder zumindest ein bisschen AP. Muss ich echt aufpassen. Alter, was kommt denn da? Da kommt der Wurm angewurmt. AP bitte, danke. Du auch. AP bitte. Da kommt der nächste Wurm angewurmt. So, keiner gibt AP. Assis. Hm, wenn ich da jetzt runtergehe, bin ich wieder ganz unten, glaube ich. Das mache ich lieber nicht. Okay, da könnte ich hochkommen. Das könnte man probieren. Mal gucken, wo ich hinkomme. Nein. Oh, fast. Das könnte klappen. Nein. Bin wieder zu dumm dafür. So, jetzt. Warum klappt das nicht? Hm, nochmal. Das klappt ja natürlich. Jetzt klappt. Haha. Dankeschön. Machen. Jede Menge sogar. Gib mir einer von euch ein bisschen HP. Du nicht. Du bist ein Arsch. Du bist auch einer. Du bist der Oberwurm. Du bist auch ein Arsch. Okay. Eine Speicherstation. Dich habe ich gesucht. Von daher brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Und wir nutzen die Chance für eine kleine Pause. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und bis gleich. So. Und weiter geht's bei Axiom Verge. Wir kommen immer weiter voran und es wird noch spannend mit unserer gespaltenen Persönlichkeit. Ein Bosskampf erwartet uns hier. Da habe ich ja genau im richtigen Moment eine Pause gemacht. Aber erst schaue ich mich hier nochmal kurz um. Alles in Ordnung und er hier hat zu lange gewartet. Die Würmer haben wir übrigens getan. Okay, hier kommt also definitiv ein Bosskampf. Oh, das sieht aus wie... überwucherte Speicherstation. Machen wir das mal kaputt, das Zeug. Oh mein Gott. Was zum Teufel ist das jetzt? Roar. Jace, das ist einer der abgetriebenen Klone von Athetos. So
So macht Athetus seine Soldaten. Oh. Was kann ich tun? Kann er nicht geheilt werden? Dafür ist es zu spät. Er stirbt bereits. Er hätte erst gar nicht so lange überleben sollen. Dann machen wir ihn einfach kaputt. Das war ein Mordskampf. Mir reicht es. Ich kann das nicht mehr. Ich weiß, ich bin er. Auf eine kranke Art bin ich Athetos. Also sagt mir, was zur Hölle geht hier vor? Ophelia. Es ist wahr, du bist Athetos. Oder würdest du sein, wenn du weitergemacht hättest. Aber du bist keiner dieser Klone. Der Athetos, der diese hier gebaut hat, ist viel älter, hat sich verändert. Als Athetos hier ankam, bemerkten wir, dass er nicht das erste Mal war. Es kam schon einmal hierher, als er in deinem Alter war. Der Legende nach war er damals gütiger und er nutzte eine der Wiedergeburtskammern. Die hat ihn dann gespeichert und ihr habt ihn an diesem Punkt neu erschaffen? Exakt. Wir hatten gehofft, ein jüngerer Athetos wäre anders und würde uns helfen. Wieso kann ich mich da nicht daran erinnern, hierher gekommen zu sein? Es sollte sich so anfühlen, als ob ich in das Ei eingetreten bin und gleich wieder herausgekommen. Wissen wir nicht. Es ist vor langer Zeit geschehen, hunderte von Jahren. Ist es her? Datenverfall? An was erinnerst du dich noch? Ihr zuerst. Warum sollte Athetos diese Welt angreifen? Stimmt das überhaupt? Es ist wahr. Es ist der einzige Grund, warum wir hier sind. Die Jahre haben ihn verändert, Trace. Er war sehr lange in dem Bruch. Wir wissen nicht, was dort geschehen ist. Ich rede mit ihm. Genau das werde ich tun. Er wird mir schon sagen, was da passiert ist. Nein, du wirst fortfahren wie geplant. Und wie genau wollt ihr das anstellen? So. Ja. Hier stimmt was nicht. Ich... Alter, was? Hat die mich gerade gekillt? Ah, Mist, verdammter! Das war schmerzhaft. Trace, bist du in Ordnung? Zur Hölle, nein! Was war das gerade? Elsenova, sie hasst Athetos und wie du gerade bemerkt hast, bist du er. Und was ist dann gerade eben mit mir passiert? Hat sie... Ja? Sie kann jederzeit deine Nanopforten schließen. Ich habe dich zurückgeholt. Es geht schneller mit deiner Hilfe. Aber bitte, geh und finde Athetos und rede mit ihm. Wenn es das ist, was du willst, dann musst du ihn nicht bekämpfen. Wir wollen nur, dass der Bruchfessler abgeschalten wird. Kannst du das tun? Okay. Ihn aber nicht töten. Einverstanden. Ich rede mit Elsinova. Sie kommt dann vorbei. Toll, sie kommt dann vorbei. Der werde ich was erzählen. Der Alten. Okay, also wieder kein Bosskampf. Und ich hätte gern meinen verdammten Kilber, danke. Wieder kein Bosskampf und hier war nur dieser komische Klon. Kann ich hier eigentlich auch speichern? Nein, kann ich nicht. Kann ich hier scannen? Nein, kann ich auch nicht. Ich kann hier gar nichts machen. Aber links ist noch eine Tür. Hurra! Wo komme ich? Da komme ich doch bestimmt da raus, wo ich eben mich gefragt habe, was das für ein Raum ist. Nein, hier ist wieder irgendwas. Irgendwas Totes liegt da. Riesiges. Alter. Falls du dich gefragt hast, wie unsere Körper aussehen. Wovon redet ihr da? Von den großen Dingern da hinten? Hunderte von Jahren alt, aber intakt. Mehr oder weniger. Selbst reparierende Technik hat ihre Grenzen. Ihr habt also Körper. Und ich soll jetzt euch dabei helfen, eure Köpfe wieder darauf zu schrauben. Das ist nicht notwendig. Die Reparaturdrohnen sind da völlig ausreichend. Diese Teile sind riesig. Wofür braucht ihr da noch mich? Du bist immer noch der Einzige, der nahe genug an Athetos herankommt, um den Bruchfessler zu deaktivieren. Aber es stimmt. Im direkten Kampf gegen unsere wahre Form ist er keinerlei Bedrohung. So, so. Das klingt ja interessant. Das ist ein kleines Upgrade. Gucken wir gleich. Das klingt eher so, als ob Athetos die Herren auf oder die Damen aufhalten wollte. Ich habe jetzt gerade was anderes gelesen, aber die Anwahlbombe konzentriert die Kraft des Anwahllasers auf eine starke Explosion. Benötigt Bombenmunition. Okay. Ja.
ich das? Cool. Sieht ja mal richtig knorke aus. Aber kann ich das irgendwie steuern? Naja. Ich werde es schon rausfinden. Ah, hier kenne ich doch die Gegend. Da ist aber wieder dieser grüne Müll. Kann ich immer noch nicht scannen. Kann ich das machen? Aha! Cool. Ab geht's. Und ciao. Kann ich da jetzt drauf? Was? Moment mal. Das heißt, ich müsste doch jetzt da drauf können. Ah, ja. Ganz schön verwirrend hier, die ganzen Grafikfehler-Gegner. Sehr cool. Also hier kann ich wieder hoch. Hopp, hopp. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Oh. Oh Mann, piss dich doch, Junge. Da ist wieder einer. Also hasse ich's auch. Oh, danke. Hasse ich solche Gegner, die da aus der Erde springen. Vor allem, wenn man sie nicht sehen kann. Woran soll ich bitte erkennen, dass da einer rauskommt? Soll das übrigens die ganze Zeit? Ja! Ah, ich könnte scannen. Ich könnte hier bohren. Irgendwo kann ich hier bohren. Was kann ich hier machen? Hä? Ah, vielleicht. Ahaha. Alter, was? Alter, oder? Cool, zwei Waffen-Upgrades. Zwei Upgrades. Energieknotenpunkt. Erhöht Waffen- und Gegenstandsschaden dauerhaft. Gesundheitsknotenpunkt. Gesundheit dauerhaft. Cool. So, erstmal weg da. So, alle weg. Kommt man da auch noch durch? Nein. Da auch nicht. Also wieder zurück. Juhu. Okay, so langsam. Da haben wir richtig viel Ausrüstung. Das heißt, wir können den grünen Schlamm jetzt auch wegmachen. Und ich komme jetzt ja an richtig vielen Punkten weiter. Das ist cool, sage ich da mal. Lass mal hier schauen, wo wir hier nochmal hinkommen. Ach, ist das... Das war auch nicht diese Geheimwelt. Ich weiß es gar nicht mehr. Kann man da... Nö. Hm. Muss ich mal gucken. Ich muss mich völlig neu orientieren. Alalalala. Ach, ich bin ja wieder in Saudi-Arabien. Stimmt. Erstmal auf die Karte klatschen. Da oben ist noch ein Gang, wo ich nicht weiterkam. Unten rechts ist auch noch ein Gang, wo ich nicht weiterkam. Okay. Ich glaube, ich gehe erstmal nach unten, speichere einmal ab. Und erforsche dann neue Regionen. So, einmal durch. Und einmal durch. Na komm, geh da durch. Da kann ich nicht durch. Da kann ich das hier unten irgendwo durch. Kann hier nirgends durch. Ja, leck mich doch. So, also, hier speichere ich jetzt erstmal ab. Und dann gucken wir nochmal, wo es da oben hingeht. So. Ja, ja, ja. Also der Energiegewinn des Killers ist jetzt mal nicht so überragend, um es jetzt mal höflich auszudrücken. Ich brauche immer noch drei oder... Ne, zwei reichen. Nichts gesagt, hab nichts gesagt. Killer ist super toll, ist klasse. Hier war doch das. Ging es hier durch? Ne, eins weiter oben. Alter. Der Port kommt aber auch immer dann, wenn ich ihn gar nicht brauchen kann. Bombenmunition, Alter. So, hier ging es durch. Genau. Hier waren wir diese Fliegen. Die werden mal kurzerhand entfernt. Ach ja, das ist dieser. Pissraum. Entschuldigung. Ist halt nur. Bin ich auch oft drauf gegangen. Ah doch, ist schon. Ist schon deutlich zu merken. Das Waffen-Upgrade. Ach ja, hier ging. Hier war ja das. Ach du. Ach du große Güte. Okay. Hier bin ich also völlig falsch. Dann muss ich tatsächlich nach oben. Aber das hier sieht einfach nicht abgeschlossen aus. Nochmal.
Springerlein. Da ist doch irgendwas, ist da noch. Das sieht einfach nicht richtig aus. Dass hier schon Schluss ist. Irgendwas muss da doch noch sein. Hm. Wenn, dann komme ich jetzt nicht ran. Nee, das wollte ich nicht. Da oben sieht es echt verdächtig aus. So. Ja, da ist aber was. Na komm. Hallo. Oh Gott. Der Dämlichkeitsfaktor ist wieder... Nein, das wollte ich nicht. Guck, vielleicht komme ich dann mit der Drohne ein bisschen besser ran. Da komme ich gar nicht ran. Cool. So. Oh. Oder ich mache es einfach so. So. Durchbrat, durchbrat, durchbrat. Glitch. Aha. Neues Gebiet, neues Glück. Ich wusste doch, dass da irgendwas ist. Es sah einfach falsch aus. Na komm schon, Oma. Drauf gehen.